in heaven and know who and his window and start hiring and violating and it was on the holy document. Guten Morgen. Schöne Grüße aus die Christus-Gemeinde, Christus-Gemeinde, Kolonie, British Columbia. An diesem 16. Sonntag von Ostern. In der alten Tradition wurde diesen Sonntag Rogate genannt und am Rogate-Sonntag hat man besondere Gebete aufgeopfert für das kommende Jahr, also den kommenden Sommer mit der Arbeit der 27. Und Hoffnung von guten Anerkennung und alles für Versachen. Also in manchen Gemeinden haben also eine Vorleitung, eine Prozession über der ganzen Gemeinde gemacht, um es zu geben für das kommende Jahr. Also wenn Sie das bei Ihnen zu Hause machen wollen, können Sie sich das bei sich ein Segen auf Ihren Garten üben. Wir danken Ihnen wie immer von ferner und von nah, dass Sie mit uns im Gottesdienst mitmachen. Der 6. Sonntag, das heißt, wir haben am Donnerstag Himmelfahrt und dann am nächsten Sonntag, der 7. Sonntag, Ostern kommt, die Osterzeit zum Schluss. Am folgenden Sonntag ist Pfingsten und dann sind wir fertig. Und dann gehen wir in der zweiten Hälfte vom Kirchenjahr und das ist die Hälfte der Zeit. Die grüne Zeit, die Zeit, wo wir unser Glaube und unsere Gemeinde wachsen und gedeihen lassen. In den kommenden Wochen kommen verschiedene Gottesdienste und auch einige von unserer Region und unserer Bücher. Also haben Sie Möglichkeit, schon verschiedene Stimmen an diesem Sonntag zu hören. Wir haben hier 300 Sonntag Gottesdienst, aber jetzt mit dem Wunder der Technologie. Und die Lüter von überall eine Himmelfahrtsgottesdienst als Ausführung und Genießen. Wir fangen jetzt an mit unserer Einleitung und dann unser Eingangslied. Also, Christus ist auferstanden, Halleluja. Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja, Halleluja. Das ist uns zusammen mit der ersten Liebe. Welch eine Liebe für dich, dass wir dich über alles lieben und wir deine Versprechen erhalten mögen.
die alles, was wir erwähnen können, noch übertreffen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn und unser Herr, der mit dir in den Heiligen Geist erlebt und regiert, jetzt und immer dann. Amen. Wir hören Gottes Wort in uns lesen. Morgen. Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seinen Wächtern und seinen heiligen Armen. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Weltenden sehen das Heil und Vergessen. Lauft dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen, und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Gesangen. Lauft vor dem Herrn den Zehn, das Meer reiste und was darunter ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Stürme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdkreis zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Stürme, wie es thank you.
Petrus Tod in der Apostelgeschichte. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die sein Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, ersetzten sich, weil auch aus den Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, und sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott vorspriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denken, dass Wasser zu Taufe verwehren, der den Heiligen Geist empfangen habe, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen, in dem Namen Jesu Christi, da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Hier endet die Lesung. Die Epistel steht im ersten Brief Johannes, die Kraft des Glaubens. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren, und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Darum erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwinden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, denn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Halleluja! Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und wohnen bei ihm nehmen. Halleluja! Evangelium für den heutigen Sonntag finden wir im Buch Johannes, der 15. Kapitel. Das Gebot der Liebe. Jesus spricht: Wie mich dein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. So sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, der für seinem Leben lebt, für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage ihm vor nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was ein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mein nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und es stimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen,
er euch geben. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das Evangelium Gottes. Glauben an den einen Gott, den Vater der Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, geprägt, nicht geschaffen, eines Lebens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und für unseren Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden. Ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Und wir wiederkommen in Herrlichkeit, die Rissen, die Leben und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die eine heilige, christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden, wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wir beten.
in der Himmel hat, dein Vater wird uns zusammen. Es gibt unser Lieder für dich und von dir und unser Lieder an den anderen. Öffne unsere Herzen in diese Lieder an diesem Tag, bis wir deine Weisheit für uns hören und helfen, hoffen können. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind uns schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwinden hat. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Liebe, Liebe und noch mehr Liebe. Das ist das Thema im heutigen Evangelium und in der Zeit lesen der Artikel. Diese Liebe ist keine sentimentale Sache, sondern ist der tiefe Liebe. Von einem zum anderen. Und da auch heute Muttertag ist, können wir auch besprechen, wie die Liebe einer Mutter die Liebe Jesu schildert. Wie der beschrieb die Liebe Gottes? So, in diesen Worten. Gott liebt mit dem Herz eine Mutter. Als ich Kind war, gab es einen Ausdruck in unserer Familie. Ohne Mutter geht es nicht. Ich glaube, es war der Titel eines Romanes. Und sehr oft, wenn alles gut ging oder wenn ich etwas suchen oder finden konnte, dann ist es nicht gefunden worden. Und dann hat mein Vater gesagt, ohne Mutter geht es nicht. Und so lachten alle. Ohne Mutter geht es nicht. Ohne Liebe geht es nicht. Denn sobald eine Frau Mutter wird, ändert sich ihr Leben vollkommen. Sie hat jetzt die Verantwortung für ein Kind, das vertraut von ihr abhängig ist. Oder für diese einmalige Frau in Mali, sie hat jetzt Verantwortung für 9 Kinder auf einmal. Es ist schon ein medizinischer Wunder, aber das ist sicher auch eine große Verantwortung für diese neue Familie. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo es irgendeinem Grund eine Mutter ihr Kind, aus irgendeinem Grund eine Mutter ihr Kind nicht pflegen kann. Und wir hoffen so viel wie möglich, dass es einen Vater im Leben eines Kindes gibt. Aber die prinzipielle Verantwortung liegt bei einer Mutter, besonders bei einem Kind neu geboren. Sie muss es stillen und pflegen und all diese verschiedenen Sachen. Und obwohl wir sehr viel sagen über Mütter und wir gratulieren eine neue Mütter und so. Es gibt viele Stimmungen im Hintergrund, viele Arbeit, viele Müdigkeit, viele Unfähigkeit in manchen Fällen. Also es gibt vieles, es verlangt vieles, um ein Kind auf der Welt zu bringen und zu ernähren und zu pflegen und zu leiten durch seines Lebens. Manchmal sagen, wie das gesagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind erwachsen. Jesus erwartet, dass wir mit ähnlicher Liebe uns gegenseitig lieben, die selbstgebende Liebe einer Mutter. Oder wie Jesus es beschreibt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Lieben ist nicht immer einfach und verlangt wahrscheinlich das meiste. In vielen Zeiten oder in Situationen, wo man sich nicht sehr kennt, oder vielleicht hat man einen Streit gehabt und man liebt sich nicht so sehr in dem Moment, da verlangt die Liebe vieles. Das Menschliche in uns zieht uns zur Sehnsucht. Wir wollen alles haben in unserem Weg und zu unserer Zeit. Die Liebe überwindet diese Sehnsucht. Die Liebe öffnet unsere Augen zu den Menschen und anderen. Die Liebe öffnet unsere Augen zur Menschheit. Und die Liebe feiert alle Leute. Die Liebe hilft, einen Weg zu finden,
denn die Welt sagt, trotz aller Unterschiede. Also es gibt die Möglichkeit in unserer Gesellschaft, dass wir wollen, wegen Unterschied, wir wollen Diskriminationen haben oder Rassismus, oder wir wollen sagen, das geht nicht, wir sind viel anders. Und die Liebe überwindet alle dieser Löcher, alle dieser Sachen, die im Weg kommen. Und sagt, mit der Liebe können wir das überwinden, können wir einen neuen Weg vorwärts finden. Die Liebe findet in was uns unterschiedet, nicht einen Grund, um uns zu trennen, sondern einen Grund, um mehr reich oder mehr fähig zu sein, mit dieser Unterschiedung. Es gibt vieles in die Nachrichten über die Gewalt gegen andere Menschen von anderen Kulturen. Es gibt Streit in der Politik. Jeder sieht, wenn er sich gegenseitig nicht zu verstehen. Die Liebe, und besonders für uns Christen, die Liebe Christi, hält uns zu einem höheren Standard. Die Liebe und Berufung Jesu fallen laut. Hoffen ist einfach. Liebe verlangt viel mehr. Aber Liebe auch schenkt viel mehr zurück. Ich nenne euch den Wort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was er mehr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kennengelernt. Wie wir in unserem Lied singen werden, ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Tier, ich will dich lieben mit den Wörtern und immerwährend werde dir. Ich will dich lieben, Fuß zu Fuß, bis mir das Herz bricht. Unendliche Liebe. Das ist die Liebe, das Christus uns gibt. Das ist die Liebe, das Christus uns ruft. Die Entwicklung von Ostern zur Himmelfahrt. Jeden Sonntag haben wir eine Stufe in diese Entwicklung gehabt. Jesus ist zu Ostern auferstanden. Und dann in den kommenden Wochen war die große Frage, ob Jesus der Glaube, dass Jesus doch aufgestanden war. Er hat mit den Jüngern gegessen und mit denen gesprochen. Und dann hatten wir letzte Woche dieses Thema von der Weinstock und die Rebe. Und Jesus der Weinstock und wir die Rebe. Also wir sind von Jesus ernährt. Und jetzt, Jesus sagt, wir sind berufen in eine große Liebe, die Liebe Christus, in die Welt weiter auszuleben, was wir tun, was wir sagen, wie wir sehen, wie wir mit uns aneinander umgehen. Und jetzt kommt die Auferstehung, alles die Erde zu Himmel sagt, und dann ist es plötzlich nicht mehr körperlich unter uns, aber hoffentlich durch diese Stufen in der Osterzeit sind wir erstärkt, ernährt und bereit, um Jesus Anwesenheit in der Welt weiter auszuleben. Ohne Mutter geht es nicht, ohne Liebe ebenfalls geht es nicht. Lasst uns die Mütter an unseren Kreisen loben und feiern und dazu groß mit der Tante und Schwester und Kindern. Denn in den Feiern sind wir an die Ziele des Lebens erinnert und alles, was gut und recht ist. Genau wie wir es schon gebetet haben. O Gott, du hast für diejenigen, die an dich glauben, Freude und jenseits der Fremden bereitet. Bitte in unsere Herzen solch eine Liebe für dich, dass in dir jenseits alle Dinge leben, für deine Versprechen, für alles, was wir sehen können, bekommen mögen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn, denn mit der und dem Heiligen Geist lebt und regiert jetzt und in der Gar, der uns ungünstig liebt und der uns Liebe verrückt. Amen. Christus ist auferstanden. Halleluja. Wahrhaftig, er ist auferstanden. Halleluja. Halleluja. Lasst uns diesen auferstandenen Christus feiern und ihm folgen im Leben und in Liebe, jetzt und in der Welt. Amen.
Kapitel 1 zusammen beten und für die Welt für alles und Land. Wir beten. Die Kinder, die Vater und Mutter, so kommen wir euch zu dir. Wir kommen mit unserer Freude und allem, was uns bedrückt, mit vielen Möglichkeiten und doch immer wieder und immer mit Zweifel an, aber auch nicht ohne Hoffnung. Wir kommen zu dir mit den Menschen, denen wir verbunden sind, mitbinden. Wir kommen zu dir mit den Menschen, denen wir verbunden sind, und bitten dich um deine Hilfe. Wir rufen für euch an deine Hilfe. Wir denken an die vielen unter uns, die sich einsam und verlassen fühlen, denen ein Mensch fehlt, der zuhören, verstehen und brauchen kann. Lass uns nicht achtlos aneinander vorbeileben, hilf uns aufmerksam, behutsam und geduldig miteinander umzugehen. Wir denken an die Mütter in unserer Welt, wir denken an die, die trauern von einer Mutter, die gestorben ist. Wir denken an die Liebe, dass wir in alle diese Verhältnisse erlebt haben und weiter schaffen können. Wir bitten dich für die Menschen, die keine Zeit haben für sich selbst, die sich aufreiben in ihrer Arbeit und Unruhe und Hetze, gib ihnen Gelegenheit zur Entspannung, zur Stille und zum Gespräch und hilf ihnen, sie wahrzunehmen. Wir rufen, erbarme dich. Wir bitten dich für alle die, die krank sind, die arbeitslos sind, die hungern, die in jeder Not sind, für Flüchtlinge, für die die Gewalt leider erleben müssen, für alle die, die in irgendeinem Weg an diesem Tag leiden. Und wir nehmen sie vor dir in einer Zeit der Stille. Wir bitten dich für die Lichtigen, die Bewunderten, die Gefürchteten und Gehassten, die heute großen, die wollen vergessen. Sie wollen nicht blind werden für die Verantwortung, die sie tragen und für sich bleiben, nicht mehr und selbstkritisch ihre Arbeit zu tun. Wir rufen, erbarme dich. Wir bitten für all die Sachen, die vielleicht noch nicht, wofür wir nicht Worte geben können. Wir beten für unsere Kreatur, wir beten für unsere Umwelt und beten für weitere Mittel und Wege, dass wir machen können und zeigen können, um die Umwelt zu heilen lassen. Und besonders an diesem Augenblick Sonntag bitten wir zu die Felder, dass es eine gute Felder wird, dass es eine gute Ernte gibt. Wir beten für die Arbeiter, die sie in Sicherheit arbeiten können, ohne Verletzung oder Angriff oder Krankheit. Wir beten für die Bauern und Bäuerinnen, die ihr Leben mit dem Land finden. Wir beten für das Land selbst, dass es sich wiederholen kann und gute Früchte vorbringen kann. Wir rufen, Herr, unser Gott, du willst uns trösten, wie einen seiner Mutter tröstet. Du bist wie der Vater, der seinen Sohn sehen lässt und wartet, bis er zurückkommt. Dir vertrauen wir uns an uns und unserer Welt. Durch Jesus, unseren Bruder und Freund, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und uns deine Liebe zeigt in Ewigkeit und der uns gelehrt hat zu beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel zu euch werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Opfern uns zu Gott, zu dir vertrauen.
lasst uns beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, Schöpfer der Welt. Wir danken dir für alles, was du uns anvertraut und bekommen. Dein ist alles, was wir sind und haben. So bringen wir dir unsere Zeit, unsere Kraft und unser Geld. Wir bringen dir Brot und Wein, baden deine Liebe und Zeichen des Heils, dass wir in diesem Leben kommen. Wandle unser Leben und stärke unseren Glauben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir danken Ihnen nochmals, dass Sie unser Gottesdienst mit uns mitgemacht haben. Es gibt immer noch einige Wochen, vielleicht Monate, die beide nicht zusammen in diesem Kirchenstück versammeln können. Sobald es ermöglicht wird, werden wir es Ihnen lassen. Als das Wetter jetzt ein bisschen wärmer wird, es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie im Freien ein Gottesdienst machen können, wo wir in anderen Jahren vielleicht am See oder in einem Park. Bis dann bleiben Sie alle so gesund wie möglich. Verzeihen euch Ihrer Liebe eins oder anderen. Liebt wie eine Mutter liebt, liebt wie ein Vater liebt, liebt wie Christus liebt. So viel Liebe wir hergeben, so mehr kommt es zu uns zurück. Seid ihr nie mit Christus auferstanden, so gut, was droben ist, wo Christus ist, zwischen der Rechten Gottes. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Empfangen Sie bitte Gottes Segen. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes als Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seiner Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade und liebt uns wie eine Mutter, ihre Kinder liebt. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das bewahre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, jetzt und immer. Amen. Gehet in Frieden, verteilt göttlicher Liebe. Halleluja. Danke dem Herrn. Halleluja. Halleluja.